8:30 Uhr, Tag 13, kommen wir gleich mal zum Seriösen. Die Ruhe ist dahin. Es blieb trocken, insofern war es eigentlich eine ziemlich coole Nacht. Aber wenn man sich mal umschaut, gab es doch einige Leute, die mir auf die Pelle gerückt sind. Ja, ansonsten der Rest erwacht oder legt sich sogar hin, die sind alle noch ziemlich erschöpft, ich auch. Oh, eine harte Wanderung gestern, mir tut alles weh. So, dann werde ich erstmal frühstücken und ich glaube, mich dann auch vom Acker machen, weil meine Privatsphäre ist ja doch hier empfindlich gestört. Aber jeder hat ein Anrecht, nur ich habe halt echt gern meine Ruhe. Ja, Frühstück ist erledigt, eins von drei Toilettenhäusern. Ach, hey, morgen soll es schütten ohne Ende, morgen muss ich rauf. Ich überlege fast, ob ich heute nur den Ausflug zu den Beaver Falls mache und ja, dann so 18 Uhr zusammenpacke und hochlaufe. Dann bin ich so um 10, halb 11 oben, ist es jetzt auch nicht schön. Aber wenn ich überlege, es soll morgen richtig hart regnen, ich check das an meiner Ranger Station, dann macht es fast Sinn, dass ich sage, ich verzichte auf eine Nacht und laufe trocken hoch und habe auch keinen Abbau des Zelts im Trockenen. Also ich bewerte das heute Abend. Habe ja die LED-Lenser von Kati, die ist ja wirklich mehr als ausreichend und notfalls noch eine zweite und noch eine Handlampe. Also hoch werde ich schon finden, aber ich ärgere mich eigentlich sehr. Warum ist das Wetter so? Ja, jetzt wird erstmal gefrühstückt. Die Leute, die um mich herum gesiedelt sind, mussten sie, weil die tiefen Gebiete, die sind jetzt auch alle so ein bisschen vom Wasser schon, sagen wir mal, erobert. Aber sehr, sehr nette Leute und wir frühstücken jetzt noch schön zusammen. Die wollen zum Confluence, ich zu den Beaver Falls. Von daher, ja, und dann mal schauen. Ich weiß nicht, wie ich das heute mache. Aber ich würde fast sagen, es macht Sinn, heute Abend auf den Wein zu verzichten und hochzulaufen. Natürlich vorher alles abbauen, verstauen und dieses Getrage, das wird heute schon wieder ein ellenlanger Tag. Es geht los. So, I'm ready to hike. Ich bin heute mit Laura unterwegs, hat überraschenderweise das Zelt nebenbei aufgeschlagen, zusammen mit drei anderen Zelten. Wir laufen jetzt zusammen zu den Beaver Falls und ich dachte mir, naja, hier hängt eine Liane, kann man ja mal ein bisschen was ausprobieren. Ah.
palm tree in the area. Welcome to Beaver Falls. Hi. Same like yesterday? It was yesterday. Yeah, I was yesterday here too. Was für eine Strömung, aber wir wollen jetzt mal ein bisschen klettern gehen. Ey, komm schon wieder ab, ich kann nicht mal mehr stehen, so eine Scheiße. Oh. I think we must. Ja. Oh, hier geht's wieder. There we go. Woohoo! Hold on. It's gonna be weird, but look. Oh, that looks awesome. Okay, let's do it. Na, da gehen wir doch mal hinterher. Aber das Ganze, glaube ich, vielleicht mal sogar im Salto. Beautiful. To the blue water. No, right there, just jump to the blue water. Jump out. Where are you jumping? Hold on! You got it! Beaver Falls müssen auch noch mit einem Backflip gesegnet werden. Der Beaver Ranger hat zugeguckt, der ist nicht gerade sehr begeistert. Okay, sagen wir auch.
Danke. Verrückt ist es ja schon, für jeden Spaß zu haben. Meine Güte. Der unangenehme Teil des Campens, alles verstauen, alles abbauen, vor allem auch erstmal reinigen. Es sieht aus wie im Saustall. Ich will ehrlich sein, ich habe überhaupt keinen Bock. Aber ich habe den Tag sehr genossen mit Laura. Wir sehen uns im Mai wieder. Sie wohnt in St. George. Und bekanntlich bin ich am, ich meine, 3. Mai da. Muss ich mal ein paar Sachen rausstreichen, weil sie würde auch ganz gerne ein bisschen was hiken und meinte auch Unterkunft kein Thema. Insofern, ja, jetzt haben wir heute erstmal, was haben wir gemacht? Ja, das GPS hier im Canyon zu kriegen am Zeltplatz ist sehr, sehr schwer. Ich habe 20 Minuten suchen müssen, hatte noch nicht alles an Signal. Ich habe also quasi erst an den Mooney Falls gestartet, aber alles in einem, wenn ich das jetzt mal aufrechne, das Stück von hier bis dort, so 12,5 Kilometer zu den Beaver Falls und zurück. Super schön, vor allem, sie ist auch kein Kind von Traurigkeit, springt überall rein, macht Sachen an der Liane, also hat schon wirklich Spaß gemacht, von daher ist es eigentlich gut, den Kontakt zu halten. Wie man sieht, erstmal ganz kurz sieht man hier mal das Zelt, also so kann ich das definitiv nicht zurückgeben, da muss ich auf jeden Fall was machen. Ansonsten, wir sind auch schon wieder umgesiedelt, sie wollen woanders hin. Ich habe mir das jetzt nochmal erklären lassen, es gab Regenfälle, deutlich weiter im Norden und das Ganze schwillt an. Ich hatte eben gerade auch eine Sektion, kurz vor dem Mooney Falls auf dem Rückweg, bevor wir schwimmen waren. Da war das Wasser definitiv so ein Stück höher, weil ich musste das Handy aus der Hosentasche nehmen, mit hochziehen hat schon gar nicht mehr gereicht. Da war die Hüfte definitiv erreicht, das war gestern noch nicht so. Ja, sie sucht jetzt ihren Dad, kommt dann in einer Stunde wieder zum Verabschieden, tauschen wir noch Nummern und E-Mail-Adressen und ja, ich kümmere mich jetzt erstmal um den ganzen Schund und vor allem esse noch was und ach Mann, ey, man muss auch an alles irgendwie denken. Boah, während im Hintergrund das Essen brutzelt, geht es dann jetzt ein bisschen an die Plane. Werde ich jetzt nochmal schön abspülen, denke mal eine halbe Stunde Trocknungszeit. Man muss immer sehen, mein Handtuch, ja, das Zelt habe ich jetzt auch nochmal umgedreht, dass da auch nochmal nach Möglichkeit alles abtropft und rauskommt. Das macht keinen Spaß, aber dann wird auch nochmal irgendwann gegessen. Um den Müll muss ich mich auch noch kümmern. Ist auch einige, ach naja, ich muss ja noch alles verstauen. Zudem, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Permanent läuft mein Wasser aus. 16.30 Uhr, meine Freunde. Ich freue mich überhaupt nicht, um diese Uhrzeit aufzubrechen. Auch da gehört schon wieder ein Ding an der Waffel zu. Aber ich habe keine Wahl. Das Wetter morgen ist einfach zu unbeständig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier schlafen, morgen im Regen alles abbauen, verstauen, hochlaufen. Ganz ehrlich, was soll ich jetzt noch tun? Das Einzige, die 50 Foot Falls, die fehlen mir leider. Das tut mir natürlich wirklich auf eine Art leid. Auf der anderen Seite, ich habe es aus der Distanz gesehen. Schon ein schönes Ziel, aber ich meine, das rechtfertigt hier nicht, dass ich morgen so viel Stress habe. So komme ich heute Abend oben an, habe mein gemütliches Bett, meine Temperatur, kann rausfahren, eine Dusche wird heute wohl nichts mehr. Ich vermute mal, ich bin auch nicht vor, was haben wir es denn jetzt, 16.30 Uhr? Naja, so 21 Uhr, 21.30 Uhr, denke ich, mache ein bisschen lockerer hoch. Ja, ich würde vorsichtig sagen, die Stirnlampe, die geht schon mal hier rein. Und ganz ehrlich, dieses Gebammel, das ist ein Mörderklopper schon wieder vom Herrn. What exactly do you want?
For my bag, so. Okay. So, first in front. Front. One, two, three. Good? Yeah. And yeah. The side and yeah. The back side. Okay. One, two. Ist ja wirklich kann der kaum stehen. Once again from the back side. Alrighty. Perfect, thank you check very much. Out. I and can like, take another one. Ah, I trust you. I look on top. Okay. So, thanks. Bye. So, Propan können wir vorne stehen lassen. Oh, läuft sich das bescheiden. Track starten. Und dann geht es erstmal ab. Ich weiß gar nicht mehr. 17,3 waren das meiner Meinung nach. Oh, jetzt mal den zweiten Riemen oben zu machen. Hi. Oh, das ist ja jetzt schon unangenehm. 20 Meter. Ja, die hinten am Tisch sitzen, mit denen waren wir heute an den Beaver Falls. Man sieht sich ja doch 5, 6, 7 Mal. Sehr freundliche Leute, sie bleiben bis morgen. Ja, hätte ich auch, aber wirklich, also man muss schon feststellen, man schließt hier auch Verbindungen. Also man lernt Leute kennen. Ich habe jetzt hier auch, würde ich sagen, 3 ja, relativ enge. Na gut, Laura natürlich ein bisschen mehr. Das ist alles schon, ach, da haben sie ihr Zelt aufgeschlagen, dann sage ich auch nochmal Tschüss. Also auf der einen Seite, ja, ich bin froh, es geht raus. Ich will wieder duschen, ich will vernünftig schlafen. Hier unten, das ist mir nichts mit dem Zelt. Auf der anderen Seite der Weg jetzt noch nach dem heutigen Hike. Was komme ich denn dann? 18 ist eigentlich relativ simpel. 18, 12, 14, 32 in etwa. Kilometer 1,9, gute 20 Minuten. Halten wir mal fest, es ist jetzt schon unangenehm und zwar stark. Es wird schon wieder eine Tortur werden. Setzt aber voraus, ich werde gut schlafen. Wenn ich dann erstmal oben bin, ich will mal schauen, vielleicht die 50 Foot Falls. Also um die tut es mir wirklich leid, dass ich den keine Beachtung geschenkt habe. Mal sehen, ob ich da noch einen Abstecher mache. Wenn nicht, dann ist es halt einfach so. Wenigstens laufe ich in der Trockenheit hoch, weil im Regen das runter. Es hat mir echt gereicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sehr das stresst mit dieser ganzen Last. Kilometer 2,5. Ich möchte doch zu den 50 Foot Falls. Ich hoffe, das ist der Weg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ausgeschildert ist hier natürlich nicht. Weiter geht's. Ja, habe gerade an der Kirche noch mit dem Herrn gesprochen, den ich auch beim Rheinlaufen schon gesehen habe. Und ein Einwohner hier noch, der sehr, sehr herzlich war. Da haben wir uns auch gut unterhalten. Also ja, natürlich habe ich jetzt alles hier ein bisschen übermäßig gehypt, aber habe auch gesagt, ich bin froh, hier gewesen zu sein. Aber ich will natürlich auch froh, wenn ich rauskomme. Hier sieht man übrigens noch mal so ein bisschen die Spuren von den Regenfällen. Und die waren vorgestern, die waren gestern früh. Also es ist doch einiges. So, gerade noch Glück gehabt. Schon 5 Minuten nach halb. Die letzte Büchse Cola bekommen. Es war keine mehr da, außer die eine. Die trinke ich jetzt hier noch ein bisschen Wifi. Und 1,67 für eine Büchse ist dann wirklich ein sehr humaner Preis für die Lage hier. Luxus. So, Stunde 5 bin ich bisher gelaufen. Genau 5 Kilometer. Jetzt haben wir es 18 Uhr. Was haben wir jetzt? 18.15 Uhr. Ich gehe jetzt hoch. Einfach mal schnell den Berg hoch und gucken, was hier geht. Die Cola spendet ja genügend Energie. Ich sag's euch. Das Wetter ist top. Wenn es morgen Top-Wetter ist, ärgere ich mich natürlich, aber ich denke, das Risiko ist es wert. Ja, es ist gut am Dämmern, aber ich komme gut voran. Allerdings, das ist echt mühsam. Mir ist warm, Jacke auf, aber aus ist glaube ich auch nicht ganz so gut. Ja, es läuft sich bisher schon ganz angenehm für die Verhältnisse. Das wird auf jeden Fall noch eine ziemliche Qual. Ansonsten glaube ich,
halbe Stunde werde ich die Stirnlampe brauchen. Mittlerweile ist auch schon düster. Aber erst wenn ich die Lampe wirklich brauche, hole ich sie raus. Ansonsten zwei Gruppen von Wanderern habe ich noch getroffen. Eine Familie, völlig entkräftetes Kind. Auch fragwürdig, um diese Zeit runter zu wandern, aber gut. Ja, seht ihr noch was? Ich nicht. Kilometer 10,5. Jetzt ist stockfinster, also jetzt geht es nur noch mit Lampe. Sieht man den Niesel? Kilometer 13, 2 Stunden 40. Ich weiß gar nicht, ob man es mitkriegt, aber es regnet. Die Entscheidung, loszulaufen, war absolut richtig. Allerdings ärgere ich mich, dass ich doch noch 4 Kilometer vor mir habe. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen Unterschlupf. Also ihr könnt mir glauben, hier unterm Baum ist kein Vergnügen, es kommt trotzdem genügend durch. Es ist klasse, echt. Dennoch will ich jetzt mal kurz eine Zusammenfassung geben. Also die ganze Aktion fand ich schon sehr sinnig, sehr wertig, fast auch schon ein bisschen zu teuer. Die Spots sind wirklich einmalig und die Art und Weise, wie man unten miteinander zusammenlebt, die finde ich ist auch völlig anders, habe ich so auch noch nicht kennengelernt. Hat Spaß gemacht, absolut, aber dieser Strom an Leute rein und raus und dieses typische Camping und abends dann die Zigarren und die ganzen Joints, die du da überall riechst, also naja, ist doch schon einiges los. Also ich hoffe, ich komme jetzt erstmal trocken raus und warte jetzt erstmal einen Augenblick ab. Gelinde ausgedrückt, es ist beschissen. Ich werde ja trotzdem nass, also ist es nicht, nur halt langsamer und effektiv meine ich, wenn ich jetzt laufe, nass werde ich sowieso. Jetzt ist gerade eine etwas bessere Phase, das heißt, ich werde jetzt hier zusammenpacken, meinen ganzen Krempel hier schnappen und meinen Alkoven suchen, weil die gab es hier auch zwischendurch. Ich hoffe, ich finde einen. Ansonsten wird es wieder ein sehr, sehr nasses Abenteuer. Es sind nur noch, weiß ich nicht, 4,5 Kilometer vielleicht, 5 im Höchstfall, aber nicht im Regen, ganz ehrlich. Kilometer 17,5. Meine Blase ist trocken seit 2,5 Kilometer. Ich kann gar nicht mehr. Ich habe aber gesehen, ich habe noch einen Weißwein dabei. Ich scheue mich eigentlich bei diesem Aufstieg mit den Serpentinen jetzt hier Alkohol zu trinken, aber ich habe echt einen Durst vom Feinsten. Oh. Stunden glatt, 55 Minuten Pause, einerseits am Wifi und andererseits als es geregnet hat. Ich muss schon zugeben, also auch mit dem Weißwein jetzt hier hoch, es ist doch nicht ganz ohne gewesen, habe auch schon echt einen kleinen Schwips, der Aufstieg war, aber ich hatte ja nichts zu trinken. So, Plunder ausräumen und dann erstmal rausfahren. Um Himmels Willen. Uhr 12. Hilltop liegt ungefähr 5 Fahrminuten hinter mir. Das Wetter ist, ja, ich freue mich eigentlich am Regen, weil ich sitze hier im warmen Trockenen. Sitzheizung an, Lenkradheizung an, ein bisschen Klaviermusik muss schon sein, ein bisschen Entspannung jetzt auf meinem Schwips, auch
fahre auch bewusst langsam, also nicht mal ganz 40 Meilen. Die Straßen sind auch schon gut gewässert, also an einigen Stellen ist echt schon schwierig. Ich fahre jetzt 45 statt 65. Man hat auch gute Bereiche, wo heute echt Wassersenken sind. Also es sind auch so eine Dicken, das sieht aus wie leicht Schnee. Was sind denn 33 Fahrenheit? 34, was sind denn 34? Das sind da bestimmt nur 1 Grad, das ist Schnee. Ich werde verrückt.